Wassereimer. Er will ihn runterschmeißen. Hä? Ah ne, wenn er fällt, glaube ich, will er sich absichern. Da hast du vollkommen recht. Das ist clever. Sehr klug. Wo ist jetzt Bram? Er ist wieder weggegangen. Bram ist immer noch nicht da oben. Ja, oh. Der misstraut Jay halt. Also, das kann ich aber auch verstehen. Also, der wollte gucken, ja, ob halt Jay sneakt, ne? Und näher kommt. Ich hätte eigentlich gedacht, Jay den. Jay riecht sich gerade wahrscheinlich voll im Rauch. Ja, aber er darf auch nicht sneaken, die Wurst. Will er doch gar nicht. Na, zwischendurch immer. So, jetzt kommt ein epischer Pfeiler auf der Mauer. So, jetzt bin ich sehr mega gespannt. Geil. So. Ich würde mir schon das so bauen, dass du einen Vorteil hast. Dennis hat ein Schild, oder? Dass du auf Higher Ground gehst. Oh, Jay hat auch Pfeile. Okay, Angriff. Jay geht aber. Oh, Dennis steht. Also Bram, ja, Bram hat ja halt die Pfeile. Also ich würde mit Bram auf jeden Fall. Jetzt geht los. Angriff. Bogenkampf erstmal. Warum benutzt keiner Pfeile? Weiß ich auch nicht. Vor allem bei Dennis hat die richtig geilen Pfeile. Dennis geht direkt, die gehen beide direkt in den Nahkampf. Nee, jetzt kommt der Bogen. Oh! Ja, Jay kann die blocken. Bram hat die normalen Pfeile nur. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Was macht Jay da? Jay lässt sich einfach abkacken. Jay macht gar nichts. Jay schleicht. Ach, das sind meine Special Pfeile. Das sind die Schwächepfeile. So. Dann wird der langsamer. Die Schwächepfeile machen das nicht langsamer. Oh, Jay wird gleich da runterfallen. Jay wird gleich da. Jetzt hat er den Schwächepfeil gekriegt. Ja, Jay kann einfach nichts machen. Genau das habe ich halt gegen Bram auch versucht, aber das habe ich nicht. Ich frage, wie viel Rüstung hat denn Jay noch? Und wie viel Leben? Ich sehe das gerade nicht. Wow. Jetzt Wasser? Lol, Lava. Lava auf Wasser. Oh, Jay! Lol, oh, Jay brennt. Oder Jays? Nee, Bram hat Lava geplantet. Oh Jay Gott. Brennt. Siehst du, die haut wieder volle Möhre drauf. Dennis rennt weg und macht wieder Bram. Ja, Bram versucht. Jetzt Bram fällt runter und ist tot! Oh! Bam! Alter, wie viele Pfeile der hat! Ey, wie viel Jay gefressen hat an Pfeilen, das ist der absolute Oberwahnsinn! Ey, wie viel Leben hattest du noch? Wie viel Leben hattest du noch? Jetzt noch 3,5. Ich hatte 1,5 Leben, hat er mir abgezogen. Krass, den Pfeilen! Ich hab die ganze Zeit abgewehrt mit dem Schild. Oh, das hat man nicht gesehen. Zwischendrin sah das so aus, als würdest du die nicht abwehren und frisst einfach jeden Pfeil. Lol! Du hast alle Pfeile in dir drin stecken, nämlich. Ja, ein paar habe ich auch abbekommen. Boah. Ein paar. Also ein paar habe ich halt abbekommen. Du siehst aus, so ein geiles Ende, ey. Was ein geiles Ende. Aber hat Jay gewonnen. Und ist hat er dann schon, dass ich hier Minecraft oben irgendwas vorbereitet. Ja, komm, ist ja bei dir nicht unrealistisch. Hallo, ich? Ich habe auch gesagt, wenn Bram da hochgeht, haut Jay den da runter. Ja. Ja, das war mein Plan. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war mein Plan. Ja gut, okay. Da war dann ein fairer Kampf. Ich dachte mir halt, du haust mich auf der Leiter runter. Genau, selbst nachdem du gesagt hast, ey, Bram kommt noch hoch, dann fighten wir, habe ich mir gedacht, ja komm, das ist Jay, wird jetzt so weit von da runter. Nee, so einer will ich ja auch nicht. Ich will schon mit Fernmitteln den Bram rasieren. Ich habe meinen Zuschauer noch gesagt, wenn der mich jetzt von der Leiter hauen sollte, wie ein unehrenhaftes Schwein, dann flamet den Tod. Ja, hat er ja nicht gemacht. Jay war ein ehrenhafter Krieger. Ehrenhaft als Sieger küren. Ja. Das ist richtig. Darfst du, ja. Durchaus. Ja, da ist ja noch ein Turm, den habe ich auch gar nicht gesehen. Es gab doch einige Gebäude. Den hättest du runterspringen können, Dennis. Also ich weiß, du warst vorsichtig, aber... Hab ich auch gemerkt, nachdem ich unten angekommen bin. Dann buddel ich mich da 5 Minuten lang nach unten einfach ins Nichts, ey. Aber war krass. Also gerade Dennis stand zu sehen, war heftig, weil Dennis war die ganze Zeit... sowas von viel stärker, nachdem du halt, also als nachdem er mich weggemacht hat, hast du irgendwas gefunden, genau, und Sepp dann tot war, warst du so viel stärker als Peter und Jay und, Er hat halt komplett Dia, ne? Also Dennis, muss ich sagen, ist ja, ich hab doch Peter auch mit komplett Dia geplättet. Ja, aber das hatte der schon eine halbe Stunde vor dir. Ja, also Dennis hatte super schnell. Ich bin total lange halt durch die Gegend gelaufen und hab nichts gemacht, wa? Also Dennis ist so, glaube ich, drei Viertel der Zeit fast an der Oberfläche rumgerannt. Ja, und der hat nur die Kisten gelootet, deswegen hat er die Rüstung. Okay, ich war Farm halt. Ich hab echt super viel Kisten. Wo hast du eigentlich Lapis Lazuli gefunden, Jay? Ja, ganz unten beim Farm. Ich hab mir halt alles zusammengefarmt. Ich hab mich direkt nach unten gegraben. Und Eisen gefarmt. Ja, ich habe kein Lapis Lazuli gefunden. Peter hat nicht so viel Glück gehabt. Das habe ich mir schon gedacht, dass das halt problematisch sein könnte. Weil Zaubertisch, da dachte ich mir, okay, dann ab nach unten. Und Lapis Lazuli suchen und dann wenigstens Eisensachen verzaubern. Ja, du hattest ja voll verzauberte Eisenrüstung, ne? Ich hatte dann auf der Suche nach Lapis Lazuli, hatte ich fast eine komplette Diamantenrüstung dann zusammen. Aber gegen verzauberte Sachen sind einfach stärker. Krass.
Ich habe halt nicht einen Diamanten gefunden. Und ich glaube, das neue PvP-System ist halt echt noch so eine Sache. Also bei Peter ist daran gestorben. Ja, der hatte auch die bessere Ausrüstung. Das stimmt, aber entweder ist das Desync gewesen, aber ich meine, du hast manchmal einfach zugeschlagen und Jay halt nicht getroffen. Ich habe durchgehend zugeschlagen, also ich habe das PvP-System auch nicht richtig benutzt, aber das ist egal gewesen in dem Fall. Ja, weiß ich nicht, wie geil das ist, ob du dann null Hitter machst, wenn du direkt hintereinander spammst. Ja genau, ich glaube nämlich, dass... Nein, aber so oder so hätte Jay ja gewonnen. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber Jay hat genauso teilweise gespammt. Also Jay, wieso hast du deine komplette Eisenrüstung eigentlich verzaubert? Hier, Sepp meinte, du hättest dir bei Varo Tipps abgeguckt, dass Eisen verzaubert stärker sein kann als Diamant. Als Diamant pur, ja, das ist sogar möglich. Ja, als Diamant pur, ja. Du kannst auf der Verzauberung auch sowas wie Explosion also, starten. Nein, nicht, dass das stimmt, aber ob Jay sich das irgendwie bei Varo oder so abgeguckt hat. Achso. Ich? Nö. Alles klar. Ich war einfach nur clever. Ich war Varo. Das war einfach nur clever. Ja, keine geil. Ahnung, warum manchmal Löcher in der Wand waren, aber ja, das war mega lustig. Ich dachte so, ja, alles klar, der Escape from Tarkov. Nee. GG. Ja, aber gut, die Glaswand, also wenn du runtergekommen bist, wenn du genau, wärst du aus der Map rausgegangen, hätte ich auch gesagt, Disqualifikation. Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, was da oben nochmal auf dem Schild steht. Ist ja logisch. Also, da steht, das Glas markiert die World Border. Ja, genau. Achso, okay. Ich weiß nicht genau, nicht, wenn du da rauskommst, hast du gewonnen. Ich dachte, vielleicht stand da sowas drin, macht das Glas nicht kaputt oder sowas. Dann dachte ich mir so, okay, warum ist denn da ein cooles Loch drin? Nice, erstmal hingehen. Die Stelle hat Juri gebaut. Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem ziemlich coole Karte. Ja. War geil gemacht. Ja, die Mauer hat, glaube ich, viel entschieden. Peter hat, glaube ich, auch gedacht, dass das die World Border ist. Die World Border ist, ich auch. Also ich dachte die ganze Zeit, wieso hat diese scheiß Map keine Gebäude? Hat mich voll aufgeregt. Aber auf beiden Seiten der Mauer standen ganz viele Gebäude. Nee, das stimmt nicht. Sind wir alle auf derselben Seite? Auf der einen Seite ist kein einziges Gebäude, außer dieses Wall-Ding. Ihr seid alle auf derselben Seite. Die Mauer geht jetzt nicht genau durch die Mitte, aber die Und die kaputte Burg, wo halt TNT war. Die Burgen an der Mauer, da waren einige ab Sachen. Der Mauer gab's und in der Welt gab es auch einige. Genau, ab der Mauer gab es Specials und ich dachte, die Mauer wäre das Ende. Und ansonsten, ich bin halt immer nur durch diese eine Hälfte gelaufen, gesucht und habe nichts gefunden. Ich dachte, wieso haben wir denn keine Gebäude? Und dann habe ich mich runtergehört. Peter, da stand aber Glas, wa? Nicht Eis. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das war noch eine geile Season. Minecraft Battle Season. Huldig Jay, der. Herzlichen Glückwunsch. Ah, darf ich jetzt wieder die Klobürste tragen und die Burger King-Krone? Ja, genau das. LOL! Oh, ich bin fast runtergefallen im Freudentaumel. Ich habe tatsächlich auch gewundert, warum keiner einfach die Mauer so Adventure-Style runtergesprungen ist. Das hätte ich ja auch alles machen können. Ja, brauchst du ja nicht. Nee, ja, du kannst auch einfach Wasser machen, so genau, wie bei mir. Sepp ist ja mit Wasser da runter, das war ja viel safer. Wer ist denn, wie ist denn Sepp gestorben mit der Lava? Bram hat mich weggeballert mit Lava. Ich dachte mir halt wirklich, dass da drin steht, dann Bram hätte ihn mit Lava getötet. Deswegen habe ich gedacht, halt echt, Sepp wäre da reingefallen. Das hatten wir eigentlich auch in der Great Wall-Nummer, oder? Da sind doch auch Leute durch Lava gestorben und da stand dann der Name bei. Ja, pass auf, nee, eigentlich müsste das so stehen. Sepp starb durch Lava, während er versuchte, Bram zu entkommen. Ich weiß auch nicht, warum das nicht gekommen ist. Okay. Eigentlich müsste der Satz dahinter noch dastehen, aber gut, wahrscheinlich hat Minecraft wieder seine eigene Dynamik. Ja. Aber cool. Leider ist selbst Diamantschwert aber in Flammen aufgegangen. Das war ziemlich schade. Da ist ganz schön viel in Flammen aufgegangen. Ja, aber das war egal, weil ich hatte noch eine Dia-Hose. Ja, gut, okay, ich hatte nur eine Eisenhose dann. Das wäre noch ein Vorteil für dich gewesen. Nee, ja, klar schaffe ich das, aber dann klatsche ich voll auf das Eis aus. Aber so wird es halt sein. Haut rein, bis dann. Zu Season 9. Also Minecraft Battle Season 9. Tschüss. Ciao. Tschüss.